Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit diesem Wort aus Psalm 103 herzlich willkommen heute Vormittag hier zu unserem Gottesdienst. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier. Wir begrüßen natürlich auch an diesem Morgen wieder die, die mit uns verbunden sind über den Livestream oder zu einem späteren Zeitpunkt auf diesen Gottesdienst zugreifen werden, dass Gott uns miteinander reich segnet, und schließen ganz bewusst auch unsere Kinder in ihren Kindergottesdienstgruppen und Teenagergruppen mit ein. Wir wünschen und hoffen, dass Gott segnend hier in unserer Mitte ist und dass wir ihn ehren und anbeten und groß machen können. Was ist wichtig an Informationen, an Bekanntgaben? Ich möchte zuerst einen Blick auf diesen Sonntag werfen. Für diesen Sonntag ist wichtig, dass nach dem Gottesdienst wieder Christen aus der Gemeinde Zeit haben, um mit ihnen zu beten, sie zu segnen, dürfen gerne auf den einen anderen nach dem Gottesdienst, der hier vorne erkennbar stehen wird, zugehen. Dann haben wir nach dem Gottesdienst auch wieder unser Kaffee- und Teetreff unten in den Gruppenräumen 1 und 2. Das mit der Terrasse muss man sehen, was so meteorologisch abläuft. Vielleicht wird der Kaffee ja mehr, wenn Sie draußen stehen. Und dann haben wir um 11.30 Uhr wieder die ganz herzliche Einladung zum Gebet für die Jesuswoche. Drüben im Haupthausraum der Stille, 11.30 Uhr, eine halbe Stunde, wollen wir beten. Dann haben wir um 12.30 Uhr das Mittagessen für unsere Konferenz und auch für Tagesgäste aus dieser Mitte. Und wir haben heute auch unseren Kontaktgrill. Unten konnten Sie sich entsprechend schon anmelden und machen es nachher noch auf der Terrasse vor dem Gruppenraum 1 und 2 oder eben auch in dem Gruppenraum 1 und 2 wird das möglich sein. Vergangenen Sonntag habe ich einen sehr schönen Fehler gemacht. Ich habe nämlich diesen Kontaktgrill für diesen Sonntag als abschließenden der Saison angekündigt und damit also auch dann so leichte Melancholie aufkommen lassen. Dem ist nicht so. Das Kontaktteam macht weiter. Sehr gute Nachricht. Also über den September hinaus. Das kann mit einem Applaus bedankt werden. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Das heißt, Sie können auch Oktober, November, Dezember, Januar immer so irgendwo einen Monat haben, in dem es auch einen Sonntag gibt mit Kontaktgrill. Sehr gut. Also heute ist schon angesetzt. Dann heute Abend 18 Uhr haben wir unseren Lahö-Gebetsgottesdienst. Der wird in der Oase im Jugendheim stattfinden. Ganz herzliche Einladung zum gemeinsamen Gebet. Das war die erste Perspektive. Die zweite Perspektive heute Morgen geht in die kommende Woche. Da weise ich hin auf die Mahlfeier am Dienstagnachmittag um 16 Uhr. Dienstagabend Jungscha, Mittwochmorgen das Spatzennest, Mittwochabend die Bibelstunde. Wir wollen unseren über die Sommerpause liegen gebliebenen Propheten Hesekiel wieder rausholen und aufschlagen und lesen ab Hesekiel 8 weiter und haben am kommenden Mittwochabend auch unsere Mahlfeier geplant. Donnerstag ist Jungscha, Freitag T-Group, Samstag Basislager. Kommen Sonntag, Gottesdienst, 10 Uhr, dann Rainer Wörz wird sprechen über Daniel. Daniel 11, die große Geschichtsprophetie. Herzliche Einladung zum Gottesdienst und davor zum gemeinsamen Gebet um 9.40 Uhr in Gruppenraum 3. Wichtig ist, am kommenden Sonntag können Sie auch richtig viel Geld loswerden auf der Lahö. Nämlich am kommenden Sonntag haben wir eine Sonderkollekte. Immer in der Zeit, bevor unsere Gemeindefreizeit startet, haben wir einmal die besondere Sammlung für den sogenannten Kinderfonds der Lahö. Das heißt, das ist eine Kasse, mit der wir es ermöglichen, dass alle Kinder an der Gemeindefreizeit unentgeltlich teilnehmen können. Aber diese Kasse muss ja irgendwie gefüllt werden. Und da sind Sie also ganz herzlich eingeladen am kommenden Sonntag. Was am kommenden Sonntag eingelegt wird an den Ausgängen, geht in diesen Fonds. Herzlichen Dank. Ich finde es eine wunderschöne Tradition, die es in dieser Gemeinde jetzt schon seit Jahrzehnten gibt. Wunderbar. Das war der zweite Blick, der Blick in diese Woche. Und zu der Woche gehört auch der nächste Sonntagabend. Da haben wir nämlich ein besonderes Konzert hier. Ein Konzert mit Waldemar Grab und dem Coming Home Ensemble. Ja, ich fand eine Hand, die mich hält. Ganz herzliche Einladung zum Konzert am kommenden Sonntagabend 19.30 Uhr. Wir hatten das ursprünglich noch in unserer Livestream-Liste drin,
an alle Livestream-Zuschauer, wir haben das gestrichen. Das heißt, Sie müssen sich tatsächlich auf den Weg machen. Ganz real hierher kommen. Nicht, dass Sie überrascht sind. In den alten Programmen war das noch drin. Wir werden es aber nicht übertragen, aus technischen Gründen und aus rechtlichen Gründen. Und deswegen haben wir also den Hinweis, kommenden Sonntag Konzert mit Waldemar Grab, 19.30 Uhr, live nur hier. Dann einen dritten Blick. Und der dritte Blick sind so ein paar besondere Hinweise. Da ist einmal der Hinweis, dass wir uns Ihnen ganz, ganz herzlich danken wollen. Nochmal in Erinnerung, Sie wissen es vielleicht noch ganz grob, dass wir im März so eine Sammlung hatten für einen gebrauchten Rettungswagen, der Richtung Ukraine auf den Weg gebracht wurde. Und ich habe mich zwischendurch auch gefragt, gibt es den noch, fährt er noch, ist er noch unter den Lebenden, dieses Fahrzeug? Ja, tatsächlich. Und wir haben gute Mitteilungen Ihnen zu machen. Der fährt also jeden Tag treu seinen Dienst und tut seinen Dienst insbesondere, indem er verwundete Soldaten von der Front in die Krankenhäuser in friedlichere Regionen bringt. Und er fährt und tut seinen Dienst. Also ganz herzlichen Dank nochmal erinnernd für diese besondere Aktivität, die da geleistet worden ist. Zweiter Hinweis ist, dass wir in unserer Gemeinde auch eine Wandergruppe hatten, haben. Die ist führungslos gewesen, aber es gibt wieder eine neue Führung und die stellt sich am kommenden Sonntag vor. Also alle, die schon mal mit bei dieser Wandergruppe in den letzten Monaten, Jahren dabei waren oder neu dazukommen, am nächsten Sonntag gibt es einen Infostand über die neu organisierte La Hue-Wandergruppe ab Oktober. Das soll dann immer nach dem Gottesdienst, Vormittag, Sonntag, Mittag gewandert werden. Und dann müssen Sie also entsprechend in der Kluft oder wie auch immer dann schon da sein. Also wir haben die freudige Mitteilung, die Wandergruppe wird wieder neu organisiert. Und für alle, die den Parkplatz auf dem Krankenhausgelände nutzen und vielleicht, wir sagen es heute nochmal an, überrascht waren, dass es wieder eine Schranke gibt und man wieder ganz normal ein Parkticket ziehen muss. Ja, das ist jetzt so. Und mit dem Parkticket, das Sie da gezogen haben, gehen Sie bitte nachher runter zur Rezeption, tauschen es gegen ein Gratisticket und kommen so wieder raus. Also noch einmal sei dieser Hinweis an dieser Stelle Ihnen weitergegeben. Und den vierten Blick, den ich natürlich heute Morgen Ihnen geben möchte, der betrifft logischerweise abschließend mit Heckgewicht natürlich unsere Jesuswoche. Sie haben ihn also auf Ihrem Platz vorgefunden, den Flyer für die Jesuswoche vom 18. bis 23. Oktober. Und natürlich laden wir Sie ein, ihn zu studieren und ihn auch als Gebetsmotivation und als Einladungsgrund schon einmal zur Kenntnis zu nehmen. Und mit diesem Flyer haben wir heute natürlich 5 Dinge Ihnen mitzuteilen. Das sind nur 5. Das erste, ich erinnere Sie noch mal dran, um 11:30 wollen wir dafür beten. Also ist das eine, 11:30 Jesuswochengebet. Das zweite, jetzt ist auch wieder die Jesuswochen-Homepage freigeschaltet. Das ist auch sehr wichtig für die, die gar nicht hier sind und manches nur über die Homepage mitbekommen. Also Sie können jetzt auf diese besondere Homepage www.jesuswoche da eben auch zugreifen. Und wir haben das Nächste, nämlich wir haben morgen Abend eine besondere Schulung. Wir wollen ja im Oktober vor dieser Woche in Langensteinbach so von Tür zu Tür gehen, von einem Haustür zu anderen, 3 nette Sätze sagen, vielleicht auch nur einen halben und unsere Einladung da abgeben. Und manchmal tut es gut, wenn man sich dafür ein bisschen motivieren und schulen lässt. Und morgen Abend um 19.30 Uhr sind Sie also ganz herzlich eingeladen. Sie können morgen Abend auch einfach nur kommen und mal gucken, ob das Ihr Ding ist. Also Sie sind nicht automatisch verpflichtet, wenn Sie morgen Abend kommen, auch dann nachher an den Einsatzteams teilzunehmen. Gleichzeitig täte es uns vielleicht gut zu sagen, ich lasse mich da morgen mal schulen und guck mal, wer mit mir eventuell in diesem Team ist. Also morgen Abend, Gruppenraum 1 und 2, Schulung für die Haustüraktion. Norbert Rose wird da ab 7:30 diese Schulung und Motivation mit Ihnen durchnehmen. Das vierte, was wir im Zusammenhang mit der Jesuswoche Ihnen sagen wollen, erinnern Sie sich noch bei der letzten Jesuswoche an unsere berühmten Woodies, die in den Vorgärten und sonst irgendwo standen. Das waren ja sehr schöne Aufmerker. Wir hatten ja das Vorrecht, Langensteinbach mehr oder weniger damit zu pflastern. Diese Woodies von damals stehen an 2 Orten. Sie stehen zum einen eingelagert in unseren Gruppenräumen und zum anderen sind sie irgendwo in ihren privaten Kellern. Ich hoffe, Sie haben sie nicht mit dem letzten Sperrmülltermin. Also gut, auf jeden Fall, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass Sie am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst bekommen Sie einen Aufdruck
zum Anpinnen, dass das Ding wieder aktualisiert ist und dann kommt es wieder in Ihren Vorgarten. Ja? Und wenn Sie sagen, ich habe ja gar keinen, ich war bisher gar nicht beglückt mit solch einem Moody, dann haben Sie am nächsten Sonntag die Chance, sich von hier einen mitzunehmen, denn die, die hier eingelagert sind, die werden entsprechend auch mit den neuen Aufschriften aktualisiert und dann kann diese Werbeaktion auch starten. Das Letzte, was zum Thema Jesuswoche zu sagen ist, ist, dass natürlich am nächsten Sonntag wir nach dem Gottesdienst auch eine kurze Informationsveranstaltung haben für alle, die an den sogenannten Gebetsspaziergängen teilnehmen wollen. Das sind die, die sagen, wir gehen beten durch diesen Ort, so zwei Personen, kriegen so ein, zwei Straßen zugeteilt und nehmen uns Zeit, betend Langensteinbach vor unseren Gott zu bringen. Und wer wo wann läuft, das werden wir am kommenden Sonntag, kurz nach 12, wenn wir unten fertig sind mit Beten, dann im Seminarraum 2 einteilen. Manche sind da schon in Betriebstemperatur, andere die müssen erst darüber nachdenken, ob das was für sie wäre. Wie auch immer, das sei ihnen gesagt. Und sie merken tatsächlich, das wird jetzt richtig konkret. Also beten, Homepage, Woodies, Schulung, Gebetsspaziergänge, Thema Jesuswoche. Ich hoffe, Sie vergessen es nicht. Auch heute Morgen nehmen wir uns Zeit, um miteinander unseren Gott zu loben mit Liedern und auch mit Psalmen. Und wir wollen gemeinsam aufstehen und miteinander den 146. Psalm beten. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Meer und alles, was darin ist, der Treue hält ewiglich. Der Rechtschafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge, und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, für und für. Halleluja. Amen. Zeichen deiner Liebe. Immer wieder Zeichen deiner Liebe.
Wort des Ewigen aus Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforscht mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten ziehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich bedecken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereit und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Ach Gott,
Wollest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen? Denn sie reden von dir lästerlich, und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Soll dich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Wir wollen zum Gebet uns erheben. Ja, Vater, wir danken dir, dass das auch heute Morgen geschehen darf, dass wir in besonderer Weise eine Begegnung mit dir haben und dass du uns durchlichten willst, erforschen willst, uns zum Heil und uns zum Segen, damit das, was vor dir nichts taugt, das, was finster, das dunkel, das sündig ist, ans Licht kommt, dass es Licht wird und dass wir uns diesem geistlichen TÜV auch stellen, dass wir deine Diagnose ernst nehmen, dass wir das, was du sagst, was wir tun sollen und das, was du sagst, was wir lassen sollen, im Gehorsam auch tun und lassen. Und nun, du siehst die Wirrnis in dieser Zeit, die Wirrnis in manchem Leben. Du siehst die dunklen Wolken. Du siehst, dass wie eine bedrückende Glocke so langsam über dieser Welt liegt, auch in Deutschland, auch bei den Deinen. Und nun schenk heute Morgen, dass dieser Lichtstrahl der Ewigkeit hindurchdringen kann, dass wir aufblicken können zu dir, dem Anfänger und Vollender aller Dinge, dem, der auch uns zum Ziel bringen wird, auf seine und auf deine Weise. Und wir bitten dich auch für deinen Knecht, dass du durch ihn zu uns redest, dass du ihn segnest, um uns zu segnen. Ordne uns neu innerlich, richte unseren inneren Kompass aus. Du sollst verherrlicht und dein Name soll gepriesen sein. Es soll um dich gehen, Jesus, du Herr der Herren. Amen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Mit diesem Lied aus dem 17. Jahrhundert von Joachim Neander wollen wir fortfahren.
Psalm 139. Die Aussagen über Gott. Unglaublich umfassend. Die Vertrauensbeziehung, die hier beschrieben wird. Tief berührend, bewegend. Die Konsequenzen, die dargestellt werden, absolut nachvollziehbar und sehr, sehr wichtig. Kommt, wir tauchen ein in dieses ganz besondere Wort unseres Gottes. Und wir stehen zuallererst vor dem Panorama der Gottesoffenbarung. Wir erleben zum Zweiten die Praxis des Gottvertrauens und wir landen in der Positionierung gegen die Gottesablehnung. Also wir nehmen das Panorama wahr und die Praxis und die Position. Beim Panorama der Gottesoffenbarung im Psalm 139 weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und man muss sich erst einmal vergegenwärtigen, diese Aussagen, die hier in diesem Psalm uns weitergegeben werden, die sind ja umfassend. Nein, sie sind nicht nur an dieser Stelle in der Bibel zu finden, aber diese Kulmination, diese Dichte, diese Fülle, die ist schon was Besonderes. Natürlich gibt es überall und immer wieder Aussagen über die Allwissenheit und die Allgegenwart und das Allwalten unseres Gottes, aber hier haben wir doch ein ganz schön dichtes Paket vor uns in diesem 139. Psalm. Und dabei müssen wir und wollen wir uns gleich zu Beginn vergegenwärtigen, dass das ja nicht die Privatideen eines Beters, auch nicht eines König Davids sind, der sich ein paar nette Gedanken in einer stillen Stunde gemacht hat über Gott und die Welt, sondern das, was dieser Mann hier sagt, was er uns hier weitergibt, das sind Offenbarungen Gottes, das sind Wortwahrheiten. Das heißt, sie sind nicht individualistisch, persönlich, nur einfach sein Ding und du kannst es anders sehen, sondern das, was er uns hier in diesem Panorama mitteilt, das stimmt, das ist gesetzt, das gilt, das ist wahr. Offenbarte Wahrheit über unseren Gott, verdichtet in den Worten des 139. Psalms, eine unglaubliche Fülle von sehr eindrucksvollen Aussagen über Gott. Wie können wir uns das vorstellen mit diesem 139. Psalm, in seinen vier Strophen, in denen er uns das so durchführt, sehr schön ordentlich zu merken, 6, 12, 18, 24, immer das sind die Sechserblöcke, in denen diese Strophen uns mitgeteilt werden. Es ist, als ob sie von einem Kenner irgendwo in den Bergen an einen ganz bestimmten Punkt geführt werden. Sie kennen das. Man kann nicht von allen Orten aus immer alles sehen, natürlich nicht. Aber es gibt so ein paar Perspektiven, vielleicht eine Schneise im Wald, vielleicht eine bestimmte Sichtweise, wo irgendwas möglich ist, wo sie mehr sehen, als wenn sie woanders stehen. Und genauso einen Panoramapunkt, eine solche Aussichtsplattform, eine solche Sichtinsel, die liefert ihnen der 139. Psalm. Sie marschieren also aus irgendeinem engen Tal, sie kommen aus irgendeinem Gebiet eines Waldstückes, sie marschieren hinter einem durchschnittlichen Hügel umher und plötzlich sind sie auf einer Panoramainsel und sehen, wow, von hier aus sehe ich erstaunlich viel mehr, als wenn ich nur 100 Meter von entfernt gewesen wäre. Hier ist eine richtig gute Perspektive. In dieser Perspektive nehme ich zuallererst von Gott im Panorama seine Allwissenheit wahr. Wunderbar beschrieben in diesen ersten 6 Versen dieses Psalmes, in den uns bekannten Formulierungen. Ich sitze, ich stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich habe es noch nicht mal gedacht. Da weißt du schon im Entstehen, was ich denke. Ich gehe, ich liege, du bist da. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Es ist überhaupt kein Wort auf meiner Zunge. Ich habe es noch nicht mal ausgesprochen, dass du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Ich bin sprachlos, diese Erkenntnis ist mir zu hoch. Allwissenheit. Von diesem Panoramapunkt aus erleben sie die Allgegenwart Gottes.
Der Peter nimmt sie zuerst mit in diese Makrodimension. Es reicht für ihn, die normale Schöpfung reicht für ihn gar nicht. Er geht über den normalen Schöpfungshorizont, den man so beschreiben können. Gott hat Himmel und Erden, das Meer gemacht, das haben wir im 146. Psalm gebetet. Das stimmt auch alles. Aber hier im 139. da geht es noch viel weiter. Wohin soll ich denn gehen? Vor deinem Geist, wohin soll ich fliehen? Vor deinem Angesicht, wo bist du denn nicht? Innerhalb der Schöpfung, das weiß der Peter, ist es ja so. Sowieso. Also Himmel, Erde und Meer, das ist schon mal erledigt. Also gehe ich nicht in den Sky, sondern ich gehe Richtung Heaven. Also ich muss also raus. Und da bist du auch da. Und wenn ich jetzt aus dem positiven, himmlischen Universum herausmarschiere und gehe genau ins Gegenteil, ich marschiere in die Dimension der toten Welten, dann ist auch da deine Gegenwart. Deine Gegenwart, ich versuch's nochmal, sagt der Peter, ich versuche nochmal aus dem schöpferischen Feld rauszukommen. Und er landet bei diesem faszinierenden Phänomen des Lichtes. Ich versuch's mal Richtung Osten, da wo das Licht herkommt. Osten, 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 Osten und immer noch mehr Osten. Und dann nehme ich diese Flügel der Morgenröte und ich gehe und ich gehe und ich gehe. Ich bin immer in der Lichtexistenz. Immer ist Licht, immer ist Licht, immer bist du. Gut, dann gehe ich in die andere Richtung, gehe in die Finsternis. Und je dunkler es wird, und dann merke ich, auch in der Finsternis muss auch die Finsternis in deiner Gegenwart, muss sie Licht sein. Also er versucht, über das Normale noch hinauszugehen in Dimension hinein, in der geistigen Dimension hinein, die man normalerweise gar nicht durchschreitet. Und nachdem er in der Allwissenheit, in der Allgegenwart mit uns war, geht er auch in das Allwalten hinein und versucht es an einem Feld, das natürlich uns seit Jahrtausenden bewegt. Nämlich, wie wurde ich eigentlich? Ich laufe da so selbstverständlich durchs Leben hindurch und frage ja nicht jeden Morgen nach der Bedingung meiner Existenz. Aber ab und zu mal steht man schon staunend da. Und Sie wissen, wann wir besonders staunend dastehen. Da kommt irgendein Kind auf die Welt und Sie denken, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Da können Sie Ihren ganzen medizinischen, naturwissenschaftlichen Kram in die Tonne kloppen. Sie stehen, wenn Sie das sehen, vor einem absoluten Wunder. Mein Gott, was bist du großartig, dass du das hingekriegt hast, so einen Menschen zu konstruieren. Und das wird, ohne dass ich das beobachte, wir versuchen es ja heute, haben unsere kleinen Methoden, noch ein bisschen reinzugucken, aber im Grunde bleibt es, wie es bleibt, dass alles, was da geschieht, von Zeugung bis zur Geburt, ist das Phänomen des lebendigen Gottes. Und allein das bringt einen ja schon zum Staunen, dieses Allwalten Gottes in diesem Mikrobereich, bis in die kleinsten Zellen und Zellteile hinein. Wahnsinn! Aber das allein ist gar nicht das, was der Peter sieht. Der Peter sagt, das ist die Raumdimension, die Raumdimension im Makrobereich, die Raumdimension im Mikrobereich. Ja, faszinierend. Aber was mich noch mehr fasziniert, sagt der Peter, dass Gott nicht nur die Raumdimensionen, sein Allwalten, seine Allgegenwart und seine Allwissenheit hat, sondern auch in der zeitlichen Achse. Raum und Zeit. Und Zeit an der Weise, wie wir sie natürlich in unserer kleinkarierten Wahrnehmung überhaupt nicht natürlich verstehen können. Wir sind ja so dermaßen linear, natürlich, das ist so ticken wir. Und dieser Gott, der steht über diesen Zeiten und arbeitet mit diesen Zeiten und erkennt die Zeiten. Und das zu sehen, dass er nicht nur dieser große, universale Geschichtsplaner ist, natürlich weiß, wie das Ganze läuft und wir sind in den großen Prophetien, ja auch gerade jetzt im Propheten Daniel beheimatet und da werden die Völkerströme gelenkt über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Faszinierend. Aber jetzt kommt sie mit ihrem kleinen durchschnittlichen Leben. Und jetzt sagt dieser Gott, sie werden nicht hineingewurschtelt einfach in das große Ganze, da kann ich auf Details jetzt nicht achten von dir. So lebendige Gott sagt, ich habe jeden einzelnen Tag deiner Existenz geplant, ehe auch nur einer geworden ist. Diese Erkenntnis ist mir zu groß, ja. Deine Gedanken, so heißt es, sind mir zu schwer. Schwer klingt so ein bisschen, nein, das Wort, was da steht, meint kostbar. Wir würden sagen, damit das schwer bei uns einen Sinn bekommt, sie sind so gewichtig. Sie haben so eine Schwere, eine Gewichtigkeit, was Kostbares, Besonderes.
Also dieser Peter nimmt uns in ein Panorama dieses Gottes hinein und alles, was ich jetzt nur skizziert habe, sind ja nur so kleine Striche nachvollzogen dieser ersten drei Strophen über die Allwissenheit und die Allgegenwart und das Allwalten dieses Gottes. Und wenn Sie dann angekommen sind im 17. Vers, dann können Sie nur sagen, mein Gott, wie groß bist du, wie groß bist du. Was bist du für ein unglaublicher Gott? Was bist du für ein unglaublicher Gott? So hoch, so groß, so wunderbar, so einzigartig, so unvergleichlich. Beten Sie so? Also, wir sind ja nicht die Ersten, die am 139. Psalm lesen. Und zu Recht haben natürlich die Glauben der letzten 2000 Jahre gesagt, das, was moderne Ausleger sagen, der 139. Psalm oszilliert. Also, der bewegt sich hin und her. Der hat verschiedene Gesichter. Also ich möchte das Ihnen deutlich machen mit einem Zitat von Martin Luther. Martin Luther sagt, dieser Psalm ist für die Gottlosen gar schrecklich. Merken Sie das Oszillieren? Dieser Psalm ist für die Gottlosen gar schrecklich. Und wenn die Gottlosen das lesen, das zur Kenntnis nehmen würden, dann hat Martin Luther recht. Denn dieser Psalm sagt uns, das Datensammeln der kleinen Menschen ist ein Klacks gegen die Datenverarbeitung des lebendigen Gottes. Da könnten alle Spionageunternehmen dieser Welt noch eine Menge von lernen, in welcher umfassenden Weise der lebendige Gott Daten sammelt, verarbeitet und, oh Clou, schon zukünftig vorliegen hat und mit den Daten zielgenau operiert. Dieser Psalm ist für die Gottlosen gar schrecklich. Absolut. Das ist zu vergegenwärtigen, dass es diesen Gott gibt, vor dem ich nichts verbergen kann, nicht mal ein Gedankenkonstrukt verbergen kann. Wo ich begreifen muss, dass das Liedlein, was wir trällern und leben, vom lebendigen Gott nicht gilt. Die Gedanken sind frei, denkste. Ich habe noch nicht mal gedacht, da weiß er schon, was ich denken werde. Tatsächlich, Sie spüren ein bisschen, das stimmt, Big Brother, he's watching you everywhere. Und der hat's im Blick. Und das ist Kontrolle pur. Und du wirst dich mit deinem Leben vor diesem Gott, seiner Allgegenwart, zu verantworten haben. Ja, ja. Denn du bist nur ein Mensch, nur ein Geschöpf. Und er ist dein Herr, dein Gott. Und ein Richter. Aber das Zitat von Martin Luther geht ja zum Glück weiter. Dieser Psalm ist für die Gottlosen gar schrecklich. Für die Frommen voller Trost. Richtig. Er oszilliert. Er oszilliert. Er hat dieses Doppelte. Und deswegen stehen Sie natürlich gegenüber diesem Panorama, das hier beschrieben wird, stehen die meisten mit mir in diesen Augenblicken natürlich nicht neutral da oder gar im Sinn von schrecklich, sondern sie stehen da und sagen, wow, mein Gott. Das Panorama der Gottesoffenbarung führt an so einem durchschnittlichen Sonntagmorgen, an dem der 139. Psalm wieder einmal vor ihrem geistlichen Auge ausgebreitet wird, zum großen Staunen, zur Dankbarkeit, zur Anbetung. Er führt auch zur Ehrfurcht, er führt zum Respekt, er führt auch zu einer gesunden Demut. Das ist mein Gott. Panorama der Gottesoffenbarung. Aber wir merken ja, dieser Psalm ist ja jetzt nicht etwa irgend nur eine dogmatische Vorlesung von Richtigkeiten. Das wäre ja auch möglich, zu sagen, übrigens, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig und Gott ist allwaltend, nimm es zur Kenntnis, Punkt, Ende, aus. Sondern wir merken ja, diesem Psalm ist mehr als nur ein Panorama der Gottesoffenbarung, sondern wir merken, dass der diesen Psalm betet, dass David, der diesen Psalm betet, dass der ihn aus einer ganz besonderen Beziehung heraus betet. Das ist ja nicht einfach ein neutrales Abarbeiten von Wahrheiten,
sondern das Besondere am 139. Psalm ist, dass hier ein Mensch, dass hier ein Glaubender, dass hier David vor uns steht und diese Wahrheiten der Allwissenheit und der Allgegenwart und des Allwaltens Gottes mit seinem persönlichen Leben verbindet. Manchmal denkt man, das ist ja so ein bisschen eigenartig, das wirkt manches Mal, der 139., Sie verstehen mich jetzt bitte nicht falsch, er wirkt manches Mal fast ein bisschen niedlich. Er wirkt so ein bisschen kuschelig. Ach, überall ist Gott und dann bin ich und das ist alles so nett und oben, unten, hinten, vorne und einen Tag hat er gewusst und ja, es ist so ein bisschen softy. Dieser Psalm. Und dann kommen die entsprechenden christlichen Postkarten dazu, wo alles so schön ist, Naturbilder und dann ist alles gut, Gott ist bei dir. Bitte vergessen Sie mit mir nicht, wer diesen Psalm betet. Bitte vergessen Sie mir das nicht. Das ist kein Lulli. Das waren Machtpolitiker. Das war ein General. Das war ein Mann, der mit seinen ganzen Emotionen zu kämpfen hatte. Bei dem der eine oder andere auch ganz schnell über die Klinge gesprungen ist. Ein Mann, der mit mancher Schuld in seinem Leben zu kämpfen hatte. Und viel Schrott fabriziert hat. Und der Mann betet das. Vergessen Sie das nicht. Das wird ja viel schöner. Das ist nicht nur was für die Harmlosen und Ungefährlichen und Netten unter uns. Sondern der Psalm ist was für die, die mit ihrem Leben kämpfen. Die manche Passage haben, wo sie nicht wissen, wie sie richtig klarkommen sollen. Kann ich mich noch steuern? Mein Gott, hast du das alles im Griff? Wie kann das wohl werden? Was ist morgen und übermorgen? Das ist die Lage des 139. Psalms. Es ist kein niedlicher, kein harmloser, kein süßer Psalm. Es ist ein Psalm, der etwas Phänomenales zum Ausdruck bringt. Der Beter dieses Psalms hat erlebt, hat begriffen, hat erfahren, dass dieser Gott, den er beschrieben hat, dass dieser Gott sich ihm zugewandt hat. Dass dieser Gott, der so groß, so heilig, so mächtig ist, sich auf ihn eingelassen hat. Dass dieser Gott, der so einzigartig ist, sich seiner angenommen hat. Das ist es, was diesen Psalm so besonders macht. Nehmen Sie aus diesem Psalm einmal alle Du's und Beziehungen und Pronomen raus und Sie haben nur noch ein Gerippe. Der Psalm lebt von ich und du, mein Gott. Du bist so, so bist du zu mir, so lebe ich mit dir. Es ist voll von Beziehungsbegriffen und dazu gehört auch der berühmte Rahmen dieses 139. Psalms. Denn da oszilliert es ja wieder. Wie fängt er an? Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Und er hört auch so auf. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Aus dem Indikativ des Anfangs wird sogar der Imperativ des Schluss. Eine Inclusio, vorn und hinten. Erforsche und erkenne mich. Da können Sie wieder oszillieren und sagen, oh mein Gott, wenn du mich erforschst und wenn du mich erkennst, wenn ich quasi vor den Röntgenaugen dieses Gottes, das ist gerade der Gedankengang des David. Wenn David von dem Erforschen und von dem Erkennen spricht, dann sagt er ihm, mein Gott, ich bin vor dir absolut transparent. Absolut transparent. Ich bin mit all meinem ganzen Sein und Leben, mit meiner ganzen Persönlichkeit, meinem Geist, meiner Seele, meinem Körper, ich bin vor dir, da bist du. Du erforschst mich und ich bitte dich, natürlich erforsche mich. Lass mein ganzes Sein vor dir offenbar sein und erkenne mich. Viele von uns wissen so viel aus der Bibel, auch aus dem Hebräischen, dass das Wort erkennen eine ganz tiefe Bedeutung hat im Alten Testament. Das meint nicht nur ein Verstehen, ein Datensammeln, sondern erkennen ist ein Beziehungsbegriff. Sie begreifen das an diesem Wort, wenn es gebraucht wird, das Zusammensein von Mann und Frau. Und es heißt, Adam erkannte Eva. Das ist gemeint, wenn da dieses Verb, wenn da ja dasteht im Hebräischen, dann ist das Erkennen gemeint, mein Gott, so bist du zu mir, so hast du mich erkannt. Das heißt, der Beter des 139. Psalms weiß, ich bin geliebt. Ich bin geliebt.
der lebendige Gott mit seiner Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, Allwalten. Ich bin von ihm gelebt. Und deswegen kommt dieser Gott nicht nur, kommt dieser Beter nicht nur mit dem Panorama dahin und macht ein paar dogmatische Wahrheiten, sondern dieser Beter kommt mit der Erfahrung, das alles gilt jetzt für mich in der Beziehung, die ich lebe. Und deswegen spricht er ihn an, nennt seinen Namen, betet ihn an, bittet, gibt Dank, alles, was dazugehört. Von vorne bis hinten ist dieser Psalm ein großes Dokument der Beziehung, die dieser Beter zu seinem Gott haben darf. Und natürlich geht da für Sie und für mich die neutestamentliche Tür weit, weit, weit auf. Das ist ja genau das, was uns Gott geschenkt hat in Jesus Christus. Dass Gott in Jesus Christus tatsächlich, dieser große Gott, dass er sich auf mich eingelassen hat. Dass sich mir zugewandt hat, dass sich meiner angenommen hat, dass er mit mir eine Beziehung eingeht und dass das alles basiert auf der Erkenntnis, dieser eine Gott in Jesus Christus, der sich mir offenbart hat, er liebt mich. Und deswegen ist die neutestamentliche Antwort auf den 139. Psalm dann der berühmte Schluss vom Römer 8, ich bin gewiss. Und jetzt kommt die Perspektive des Neuen Testamentes, die versucht auch alles auszutesten. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, also Himmel und Totenreich, dass weder Engel noch Mächte noch Gewalten, alle Systeme, die irgendwo sind, dass weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Zeitachse, weder Hohes noch Tiefes, Raumdimension, irgendeine Kreatur, irgendetwas passieren kann, was uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die neutestamentliche Füllung des 139. Psalms. Und als Geliebter schreibt jetzt dieser David diesen Psalm. Jetzt ist natürlich das so, verstehen Sie, dass uns das deutlich wird, wenn ich sage, da geht es um die Praxis des Gottvertrauens, dann ist das Wort Praxis an der Stelle sehr, sehr, sehr wichtig. Denn was jetzt mir passieren könnte, dass Sie in diesem Moment sagen, oh ja, das ist schön. Jetzt bete ich wieder mal den 139. Psalm, ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit, dann habe ich den 139. gebetet und dann ist das wieder gut und dann können wir wieder weitermachen. Und genau merken Sie, das ist nicht der Sinn des 139. Psalms, sondern der Sinn des 139. Psalms, dass das, was da an Beziehung dargestellt wird, dass das auch tatsächlich jetzt gelebt wird. Ach, Theologen haben viele Schwächen, das weiß ich, keine Sorge. Ein Teil Selbstkritik ist schon noch da. Aber und sie können manches Mal auch so die Dinge so wunderschön kompliziert sagen. Aber manchmal ist in diesen komplizierten Formeln auch dann was Gutes damit dabei. Und so sagt einer in der Auslegung des 139. Psalms, es geht bei diesem David, hören Sie hin, um das Daseinsvolle im Dialog. Haben Sie es? Daseinsvoll im Dialog. Was will uns dieser Theologe sagen? Er will sagen, dass einmal gebetet, das ist es nicht. Das Dasein, das volle Dasein muss es sein. Es ist etwas, was jetzt jeden Tag in deinem Dasein anfangen darf zu leben. Also verstehen Sie mich? Es ist nett, wenn Sie morgen um 739. Psalm beten. Aber wenn Sie um 7.15 Uhr ohne die Welt des 139. Psalm losmarschieren, dann ist dämlich. Dann ist das nicht daseinsvoll. Daseinsvoll im Dialog heißt, ich lebe mit der Realität des 139. Psalms, jetzt die Bezüge meines Lebens. Das ist es. Sie wissen mit mir, meine Güte, wir sind ja jetzt ein paar Jahrzehnte teilweise schon unterwegs mit Jesus. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist, ich lebe nicht schizophren, ich lebe nicht in zwei Welten. Einmal in der netten, frommen Welt des 139. und ansonsten in der realen Welt muss halt irgendwie durchkommen. Sondern diese Realität, ich bin der von Gott Geliebte und dieser Gott, dem ich gehöre, ist der Allwissende, Allgegenwärtige, Allwaltende. Das kommt jetzt in meinen Dasein hinein. Und Sie merken, das ist wirkmächtig. Und das passiert. Die Themenfelder? Brauchen Sie Themenfelder? Stellen Sie mal vor, Sie gehen den 139. Psalm an,
wenn sie mitten in der Welle der Angst abschmieren. Und sie merken, wie sie in dem Weggleiten der Angst in den Abgrund rutschen. Dann kann der 139. so ein Bremsfaktor sein, so eine Halteposition, an der sie hängen bleiben und nicht weiter abdriften. Denken Sie, was das bedeutet, wenn Sie den 139. Psalm wahrnehmen in einer Welt voller Einsamkeit. Wenn Sie den Psalm 139 mitnehmen, wenn diese Zukunftsnöte Sie fast verrückt machen und Sie endgültig abschmieren in die Welt der Paranoiden. Was das bedeutet, wenn Sie den 139. Psalm in all den Schicksalsungewissheiten Ihrer Existenz mitnehmen. Und der Psalm 139 sie regiert beim nächsten Arzttermin. Wenn der Psalm 139 mit ihnen ist, wenn sie in den Konflikten ihres Beziehungsgefüges unterwegs sind, merken sie, das ist nicht irgendwo weit, weit weg, sondern du, mein Gott, du bist es. Mit deiner Allwissenheit, deiner Allgegenwart, deinem Allwalten hast dich mit mir liebevoll verbunden. Jetzt sagen sie, kann ich machen, kann ich lassen. Wenn sie es lassen, dann geschieht nicht nichts. Wenn sie es lassen, machen sie die Tür auf für alle Götzen, die dann hereinmarschieren. Das muss uns klar sein. Sie sind mit mir nicht in einer neutralen geistigen Zone. Sie steigen mit ihrem Geist und mit ihrer Seele ein in das Daseinsvolle im Dialog. Oder sie öffnen für ihren Geist und für ihre Seele die Tür für den Götzendienst aller Sorten. Entweder sie sagen, mit dem Psalm 139 stehen vor meinen Sorgen der Allgegenwärtige, der Allmächtige, der Allwaltende, der Allwissende. Oder sie fallen anbetend vor den Sorgengeistern auf die Knie und machen sich fix und fertig. Verstehen Sie? Dieser Psalm, das ist ein Praxispsalm. Ein Praxispsalm, eine Gebetspraxis, mit der ich meinen Tag, mein Leben leben darf. So, wenn das uns klar ist, dieses Panorama, das hier beschrieben wird, die Praxis, die hier beschrieben wird, dann haben wir auch eine große Freude, in den berühmten Schluss des 139. Psalms hineinzugehen. Ich möchte Sie nur ganz kurz aufklären, dass die Verse 19 bis 22 in den offiziellen kirchlichen Lesungen gestrichen worden sind. Denn der Teil passt natürlich jetzt nicht in unsere kleine Denke rein, oder? Wie hat es einer gesagt? Es fällt jedem Bibelleser sehr schwer, den Zusammenhang von Vers 1,18 bis 19,21 zu erkennen. Ich sage nein, es fällt nicht schwer. Was wird denn in den Versen 19 bis 22 denn gesagt? Da wird gesagt, ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde heben sich mit frechem Mut. Soll dich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Kann man das nicht mehr beten, aber hoffentlich kann man das noch beten. Das müssen sie sogar beten, das ist die innere Konsequenz. Nein, das hat nichts mit Vergessen der Feindesliebe und Nächstenliebe zu tun und da fällt auch nicht die Mission unter den Tisch und die Evangelisation gleich gar nicht, keine Sorge. Das ist etwas ganz Normales, dass wenn mein Gott, den ich gerade hier erkannt habe, in der Weise missachtet wird, ich dazu nicht einfach sage, ach, ist alles okay, macht nichts. Dieser Gott wird nicht allein von vielen nicht geglaubt und nicht geliebt, sondern auch gehasst und gelästert, ganz genau. Und dazu muss man sagen, nein! Das tun sie doch innermenschlich auch. Da haben sie ihren besten Freund und sie kriegen mit, dass in irgendeinem Gremium, der durch den Kakao gezogen wird, und sie sagen, ach, macht mir nichts. Ist nicht schlimm, mach ruhig weiter. Ziehen ruhig durch, machen fertig. Berührt mich gar nicht. Sie sind verheiratet und sie merken, wie ihr Partner gegen die Wand gespielt wird und sie sagen nichts. Können sie gleich unmittelbar
zum Ehetherapeuten gehen. Wenn Ihnen das nichts mehr wert ist, wenn das für Sie keine Bedeutung mehr hat, weil diese Person mit allem, was zu Ihnen gehört, für Sie eine ganz große Wichtigkeit hat. Und dann kann ich nicht einfach tun und machen, weiter tun, als ob mich das nicht berühren würde. Das berührt mich sehr, dass Gott in dieser Welt nicht zu seiner Ehre kommt. Das berührt mich sehr, dass man ihn missachtet. Das berührt mich sehr, dass man ihn lästert. Das berührt mich sehr, dass man ihn nicht ernst nimmt. Natürlich, da bin ich doch nicht neutral. Sondern ich bin eindeutig Position. Eindeutig Position. Und das darf ich leben. Und das werde ich leben. Und das widerspricht nicht der Nächstenliebe, Feindesliebe, Mission, Evangelisation. Das widerspricht dem nicht. Aber in meiner Gegenwart, wo ich das Sagen habe und wo ich Einfluss habe, wirst du über meinen Gott so nicht reden. Das ist lange her. Viele von Ihnen kennen dieses Beispiel, als ein Evangelist und Missionsleiter erzählt hat, wie er in einem Restaurant gewesen ist und in diesem Restaurant zu Abend gegessen hat oder gegessen hat, ich kenne die Tageszeit nicht. Und während er isst, kriegt er mit, wie am Nebentisch massiv über Gott gelästert wird. Daraufhin steht dieser gute Mann auf und sagt zu diesem Paar am nächsten Tisch, dass er leider jetzt das Restaurant verlassen wird. Er könnte nicht an einem Ort bleiben, wo sein bester Freund so fertig gemacht wird. Legt dem Kellner das Geld auf den Tisch und sagt das dem ebenfalls und geht. Punkt. Verstehen Sie? Das ist gemeint. Das werde ich nicht fördern. Da bin ich nicht neutral. Das heiße ich nicht gut. Und das sieht Gott. Darf ich Ihnen ganz kurz sagen, viele von Ihnen haben jetzt gerade in der Bibellese 2. Chronik gelesen. Und da kommen Sie unter anderem diesen wirklich positiven König Josaphat, diesen wirklich positiven König Josaphat. Und dann macht er doch, ich weiß nicht, was ihn da gerissen hat, dieses eigenartige Dealpaket mit diesem wirklich absolut gottlosen Typen, mit diesem Ahab. Er lässt sich ohne Not auf einen gemeinsamen Deal mit Ahab ein. Es geht, wie es geht. Haben Sie vielleicht gelesen? Als der ganze Ding halbwegs durch ist, schickt Gott seinen Propheten zu Josaphat und lässt ihm sagen, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Ehetechnisch würde man sagen, da hast du mich aber ganz schön hängen lassen, mein Freund. So stehst du also auch zu mir, wenn es drauf ankommt. Verstehen Sie, wie wichtig dieser Schluss ist? Sehen Sie, wie wichtig dieser Schluss ist? Wie diese Positionierung meine Beziehung zu ihm zum Ausdruck bringt? Ich bin nicht neutral. Ich bin nicht neutral. Ich bin geliebt und ich liebe ihn. Und das muss man mitkriegen dürfen. So, jetzt ab in den 139., oder? Ja, natürlich. Los geht's. Eine Woche liegt vor uns und der 139. gilt. Was gilt? Sie stehen innerlich geistig vor dem Panorama der Gottesoffenbarung und sagen mit mir, wow, mein Gott, das bist du. Sie sind im Daseinsvollzug des Dialogs und beten in ihren Lagen, in der Praxis, diesen wunderbaren Vertrauenspsalm durch. Und sie positionieren sich mit mir gegen die Gottesablehnung. Ja, ja, ja. Ich stehe mit beiden Beinen in der Wirklichkeit des 139. Psalms. Im Panorama, in der Praxis und in dieser Position. Gott segne Sie. Wir beten. An diesem Ort, Vater, an diesem Ort soll dein Name groß sein. Was irgendwie in unserer Macht liegt, nichts soll dich verdunkeln. Deine Schönheit, deine Allmacht, deine Liebe, deine Weisheit, sie sollen geehrt werden. In diesem Gottesdienst, in allen Versammlungen, allem Sein, allem, was wir hier leben. Denn du bist
absolut würdig, dass man dich anbetet. Wir stehen staunend vor dir, dem Alleinigen, dem Allmächtigen Gott. Wir beten dich an. Wie groß bist du und wie gegenwärtig und wie mächtig und weise. Gelobt seist du. Und dass du dich auf uns eingelassen hast, dass du eine Liebesbeziehung mit uns schwierigen Kandidaten eingegangen bist, dass du dich mit uns verbunden hast und nicht mehr von uns gehst. Wir danken dir und beten diese Worte des 139. Psalms in all unseren Lagen immer und immer wieder neu durch. Wir wollen nicht Raum geben den Götzen, sondern Raum geben dir, dem allgegenwärtigen, allmächtigen, allwissenden, allwaltenden, barmherzigen Gott. Und bitte, bitte vergib uns, wo wir dich haben hängen lassen. Vergib uns, wo wir uns peinlich von dir distanziert haben. Vergib, wo wir es zugelassen haben, dass man dich in den Dreck gezogen hat. Vergib, wo wir uns nicht so dir gegenüber verhalten haben, wie es deiner Liebe, deiner Beziehung zu uns entspricht. Bitte vergib uns, wo wir ohne Position geblieben sind. Und hilf uns neu, nicht neutral zu sein, nicht mitzuschwimmen, sondern dich, den Wichtigsten, den Eigentlichen, den Entscheidenden, zu ehren und Position zu beziehen mit allem, was unser Sein ausmacht. Danke für dieses Panorama. Danke für die Praxis. Danke für diese Position. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir ehren unseren Gott mit dem Lied »Gott ist gegenwärtig«.
Zum Segen Gottes und den Schlussversen erheben wir uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nochmals eine herzliche Einladung zum Gebetsgottesdienst um 18 Uhr. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche mit dem allwissenden, allmächtigen und unserem allwaltenden Gott. Auf Wiedersehen.